Herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K16. Oh mein Gott, WrestleMania gegen Titus O'Neil. Und bevor wir hier gleich natürlich gegen ihn kämpfen, ich muss mal ganz kurz auf Charakter, dann auf Fähigkeiten. Oh, das war falsch. Auf Eigenschaften war das, ne? Jetzt heißt es Skillen, Kollege, Skillen. Was skillen wir hier? Wir machen auf jeden Fall Ausdauerholung. Oh, dann haben wir fast gar nichts mehr. Schadenserholung. Ja. Machen wir. Schadenserholung machen wir. So, das nehmen wir natürlich an. Und dann gegen ihn nochmal kämpfen, weil wir haben ja in der letzten Folge gegen ihn gekämpft. Das war richtig krass. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier wieder am Start seid und eingeschaltet habt mit diesem wunderschönen Spiel. Oh mein Gott, WrestleMania und noch gegen ihn. Das erste, glaube ich. This is a rivalry that will go down in WWE history. Does it come to an end tonight? We'll find out in this next match. Das wird richtig übel zum Match. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. Representing the primetime players, from Tampa, Florida, weighing in at 270 pounds, one half of the WWE Tag Team Champions, Titus O'Neil. Oh, the WWE Universe letting him hear it. The fans have been demanding this one-on-one contest, and here it is. And approaching the ring, from parts unknown, Blade! Well, this superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if he can put them together. Make no mistake about it, this match will be one for the ages. Okay, dann wollen wir mal los. Ich habe ja gesagt, dass ich nur die Entrance bei wichtigen Matches anlassen werde, wie jetzt hier. Und dann wollen wir mal sehen hier, Kollege. Hast du Bock zu kämpfen? Okay, er hat schon mal abgewehrt. Und ich auch. Dann wollen wir mal sehen. Ich werde jetzt übertreiben. Ich werde den so übertrieben eine reinhauen. Wenn ich kann, natürlich. Bitte keine Kniebeugen. Kniebeugen sind jetzt gerade nicht erwünscht. Oh, der steht ganz schön schnell auf. Oh. Nichts da. Nein, was machst du denn, Melek? Nein, was machst du denn? Alter. Was machst du denn, ey? This is a level of destruction no one was expecting. I certainly didn't expect to see this kind of damage.
Was war das denn jetzt gerade? Ich wollte ihn eigentlich da rausschubsen, aber hat gar nicht geklappt. Gut. Oh. Oh, 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 oh. Not going to win many matches with that move. Nichts da, komm runter. Fuck, Alter, was geht bei dem ab? He's gonna need a chiropractor in his near future. I'm not sure I can watch this. Oh my! Oh, out here you have to be able to think on your feet. Jetzt reicht's aber hier. Jetzt reicht's mir. Fuck you! And you can find yourself in a world of hurt. I think just by looking at Titus O'Neil, it's clear that he's Alter, was ist los mit dem? Ich hab gerade all meine... Nee, das geht, das ist zu heftig jetzt. One of the most impressive things about Titus is his speed. I can hear the impact from here when he impales an opponent with one of his attacks. Jetzt reißt mir. Oh man, what a shot! Jetzt bin ich wütend. Jetzt bin ich wütend, Kollege. Jetzt reicht's mir. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Schlägt er... Ich habe all meine Reversal gerade ausgegeben. Habt ihr es gesehen? Wie heftig. Ist manchmal ein Witz, oder? Wie man seine Reversal ausgibt. Wegen so einem Penner. Also wirklich... Für Aktionen, wo man sich so denkt, da hätte ich das jetzt gar nicht gebrauchen oder nutzen müssen. WrestleMania ist echt heftig geil, also ich muss es zugeben. Komm, wir springen einmal drauf, der müsste jetzt wegspringen. Ne, ist er gar nicht, okay? Der muss doch irgendwann mal abwehren, Mann. Ich muss, dass er seine wirkliche Reversal nutzt. Probieren wir es nochmal. Jetzt. Jawohl, hat er gemacht, sehr schön, das wollte ich nämlich. Ja, du kannst ruhig abzählen. Bringt sowieso nichts. Bringt sowieso nichts. Du kannst sonst so viel auf uns rumhauen. Spinner. Richtiger Spinner. Oh, wir kassieren übel. Was ist mal los, Kollege? Alter Schwede. Ja. Schaut mal, ich habe jetzt ein Signature, den werde ich direkt bei ihm reinhauen, wenn ich kann. Nur er lässt mich jetzt gerade auch nicht aufstehen. Seht ihr? Er lässt mich auch nicht aufstehen. Irgendwie stört der Schiedsrichter auch. Der irritiert gerade. Jetzt aber. So. Signature. Here we go. Dann hau ich einen Finisher rein. Well, thanks for coming. Direkt. The toll from this match is really starting to show. Komm. Look out. Schmeckt's? Ich hoffe mal schon. Boah, haben wir den rot gemacht. Heiliger Bimbam. Wir haben ihn so rot gemacht jetzt. Ja, probier's doch mal. Ich weiß, du hast Spaß dabei. Oh, nicht getroffen. Shit. Fuck. Jetzt hat er auch ein Signature. Aber nichts da. Das gibt es nicht. Ich muss aufpassen, sonst haut er uns eine rein und wir haben echt versagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben wirklich versagt, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen muss ich ein paar Mal draufspringen. Er muss abwehren. Macht er aber noch nicht. Schade aber auch. Signature? Können wir machen, ne? Sauber. Okay, ich werde aufpassen. Okay, komm, ein Finisher noch. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Und? Alter Schwede. Ja, jetzt, wenn wir ihm jetzt keine reingehauen haben, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen einmal auf ihn springen. Hier. Warte jetzt. Und spring.
just got taken out. This match nochmal, so er muss einmal abspringen, er muss einmal abwehren. Alter, was ist los mit dem? Wow. Der steht ja gar nicht mehr auf. Okay, jetzt hat er wohl wirklich verkackt. Habe ich das dumpfe Gefühl. Der macht gar nichts mehr. Nochmal, komm. That tank of his has to be reading empty. It has to be King. But I still don't see him giving up. Nochmal, komm. Jetzt sehe ich ihn ab. Hey, this may very well be it. Ja. Wir haben gewonnen. Wie schnell. Wahnsinn. What happened during that incredible matchup? Wie krass, Mann. Ein paar Mal draufgesprungen und wir haben es geschafft. WrestleMania gegen ihn. War kurz und knapp, aber, ne? Wie krass einfach nur. Heftig. Authority mal wieder nicht erfüllt. Krass. Alter Schwede, WrestleMania gegen ihn. Das ist echt übel. Mann, das wundert mich ein bisschen, dass das irgendwie so... Ja, okay. Rivalität hat sich verbessert. Okay, Moment. Ich suche gerade jemanden. Da. Okay. Moment, Tech Team machen wir. Verbündete. So, ich muss mal ganz kurz was schauen. Wir können jetzt natürlich auch andere Ligen beitreten. Die sind auch einige Stärke eigentlich. Ja, ich muss mal kurz schauen hier. Hall of Fame. Was ist das denn? Krass. Hier gibt es diese Hauptziele, Nebenziele und so. Das ist übel. Ja gut, liebe Freunde, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode von Let's Play WWE 2K16. Bis dahin.